Hallo furchtbare Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute zeige ich euch mal das Online-Spiel Star Realms, also die Online-Version von dem Spiel Star Realms. Das Star Realms ist ein Kartenspiel mit der Deckbuilding-Mechanik und es ist so ein bisschen Dominion runtergebrochen, könnte man sagen. Ja? Ich erkläre es einmal ganz kurz. Und zwar, jeder hat so eine Raumflotte, die er sich zusammenstellt während des Spiels. Ne? Das ist also dieses Deckbuilding. Und man muss eben versuchen, den Gegner die Punkte wegzuhauen. Und das ist eigentlich auch schon alles, so um das Spiel grob zu beschreiben. Ich bin hier gerade dabei und will mal ein Online-Spiel starten. So, und da haben wir eins. Und jetzt geht's gleich los. Man hat hier eine Auslage von Karten. Die werden hier von so einem Nachziehstapel ausgelegt. Und man startet mit 5 oder 3 Karten. 3 Karten startet der das Spiel beginnt. Jetzt habe ich hier 2 Geld und einen Schaden, den ich verursachen kann. Und ich sehe hier oben auf den Karten, was die Karten kosten. Die kostet also 2. Die kostet 4, 3, 1 und 4. Das hier sind Basen. Da komme ich später bestimmt noch zu. Und das hier sind einfach alles Raumschiffe. Diese Stapel hier, die kosten 2. Und davon kann man unendlich viele kaufen. Von denen hier gibt es immer nur eine limitierte Anzahl von Karten im Deck von jeder Sorte. Und es gibt eine Karte zum Beispiel, die ist auch nur ein einziges Mal drin. Hier läuft meine Zeit. Das heißt also, wenn ich mich ein bisschen verhaspel, dann kann das daran liegen, dass ich unter Zeitdruck spielen muss. So, jetzt spiele ich einfach mal diese Karten hier aus. Ich könnte auch auf Play All, ich mache das jetzt einfach mal zum Zeigen. Und dann kaufe ich mir den Trade Pot gleich. Denn der Trade Pot gibt mir jedes Mal, wenn ich ihn ziehe, 3 Geld. Und wenn ich eine andere grüne Karte dazu spiele, dann verursacht er auch noch 2 Schaden. Das sind so die Synergien. Also viele Karten haben Synergien mit Karten der gleichen Farbe. Wenn ich den hier kaufen würde, dann würde der 2 extra Schaden machen, wenn eine zweite gelbe Karte dazu gespielt wird. Jetzt kaufe ich den und dann mache ich noch einen Schaden und damit ist mein Zug vorbei und er ist dran. Da wollen wir mal sehen, was er macht. Er hat jetzt auch diese Zeit hier oben laufen. Ganz kurz zu den Basen. Basen haben meistens auch eine Grundfähigkeit, manchmal eine Fähigkeit, die auch wie hier mit Karten der gleichen Farbe zusammenhängen. Hier ist es so, dass wenn man die dann weghaut, also zerstört, dann kriegt man auch noch 3 Gold wieder. Basen liegen immer praktisch vor der Raumflotte sozusagen oder bevor meinem Flaggschiff hier. Diese Basis hier zum Beispiel hat so ein schwarzes Schild hier unten und das bedeutet, die fängt 4 Schadenspunkte ab. Die hier hat einfach nur 5 Lebenspunkte selber, also wenn der Gegner die weghaben will, muss er 5 Schadenspunkte verursachen. Diese hier muss er beseitigen, wenn er mir Schaden machen möchte. Das heißt, hier habe ich praktisch nochmal so einen Schutz von 4 Lebenspunkten. Und die kauft er auch gleich, das ist nicht ganz dumm. Denn solche Basen kann man gut gebrauchen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass er die nicht kriegt vielleicht. Aber ich möchte natürlich auch jetzt so meinen Grünen ein bisschen ausbauen. Dazu spiele ich mal alles. Kaufe die grüne Base und diesen grünen Fighter hier. Schaden mache ich diese Runde keinen, weil ich nur Geld gezogen habe. Ne? Jetzt wird er wahrscheinlich die Fregatte kaufen, denn die ist eine Kombination mit seiner gelben Base. So. Und ja, schade. Ich habe nur eine grüne Karte gezogen. Die wäre hier nämlich zusammen mit einer anderen grünen. Ich kann die mal. Ja, genau. Hier sieht man das auch. Mit einer anderen grünen Karte zusammen dürfte ich noch eine Karte nachziehen. Und diese nachgezogene Karte könnte ich dann auch direkt spielen. Also hier ist es nicht so wie bei Magic, dass man zum Kartenspielen irgendeine Ressource haben muss oder so. Okay, jetzt habe ich auch nicht aufgepasst, was er gemacht hat.
da er das gelbe Schiff nicht gekauft hat, ich mir auch mit 3 Geld nichts anderes von dieser Auslage kaufen kann und den nicht haben will, nehme ich einfach erstmal das gelbe Schiff. So, jetzt haben wir da noch einen gelben und der ist auch noch ein bisschen cooler eigentlich als die. Was macht die Karte hier? Das zeige ich euch dann, wenn ich sie wieder auf die Hand kriege. Aber immerhin kann ich ihm 4 Schaden machen. So, und dann geht es auch schon weiter. Ach, schon wieder nichts Kombomäßiges gezogen, sondern nur Geld. Und für 5, na, mal schauen, was er jetzt macht. Oder sie natürlich. Ne? Solaria 21 ist ja auch durchaus, könnte das auch eine Frau sein. Und auch wenn es ein anderer Name wäre, könnte es immer auch eine Frau sein, gegen die man spielt. Und sie kauft, oder mein gegnerisches Team, whatever. Ich sag jetzt einfach mal, er kaufte diesen Fighter hier, den ich auch im Auge hatte. So, jetzt haben wir hier dieses blaue Schiff. Die blauen Schiffe haben meistens, das sieht man auch hier, so ein grünes Symbol mit einer Zahl drin und die heilen einen. Und heilen ist ziemlich cool. Ich kann mal eben gucken, ob ich sehen kann, was er hier hat. Ja, genau. Er hat jetzt gelb-rot gebaut. Dann schnapp ich mir einfach mal hier diesen. Obwohl, nee, ich nehme den blauen. Denn jede Runde 3 Leben dazu bekommen ist wirklich cool. Also jedes Mal, wenn der rauskommt und er gibt mir auch noch Geld dazu, damit ich größere Schiffe kaufen kann. Und dann nehme ich auch noch mal diesen Tradepot aus demselben Grund. Ne, gibt mir Geld dazu. Plus, dass ich meine grüne Front so ein bisschen ausbauen kann, damit ich hoffentlich jetzt mal, da ist es, grüne Kombos bekommen kann. So, und dann mal schauen, was er jetzt macht. Die Base bleiben übrigens dann im Spiel liegen. Ne, das seht ihr dann auch hier jetzt bei ihm gerade. Er legt die hier hin, die bleibt dann liegen. Und wenn man diese Base nicht direkt kaputt machen kann, also ich kann zum Beispiel nächste Runde wahrscheinlich hier 3 Schaden verursachen damit, dann könnte ich die Base nicht zerstören. Ne? Der Schaden würde in die Schilde gehen und wenn er wieder dran ist, sozusagen sind die Schilde wieder upright aufgebaut. Aber ich habe ja die Base, also werde ich 4 Schaden machen können. Jetzt spiele ich mal all meine Karten. Und jetzt könnte ich natürlich diesen Fighter hier kaufen, aber die Base hier ist super. Ne? Die heilt mich, macht Schaden eventuell. Ne? Und sie hat 5 Schilde. Deswegen kaufe ich diese Base. Und mit 4 Schadenspunkten knacke ich ihm auch gleich seine Base weg, denn die gibt ihm immer jede Runde ein Geld dazu. Das finde ich nicht so gut. Meine Base macht sonst weiter jetzt erstmal nichts. Ich könnte sie zerstören für 3 Geld. Das lohnt sich aber nicht gerade so sehr. Ne. Okay. Dann kommt er jetzt und hat 6 Geld. Dafür kann er sich das Flagship hier kaufen. Das ist das obergeile Schiff hier. Oh, aber das ist meiner Meinung nach die beste Karte im ganzen Spiel, der Cutter. Und das ist nicht schlecht, denn ich habe ja auch schon 2 blaue Karten. Jetzt habe ich 5 Geld und dafür kaufe ich mir den Cutter. Mal sehen, was danach kommt. Schade, da fehlt mir jetzt ein bisschen Geld für die gelbe Dings. Aber ich nehme noch den Battle Pot dazu oder nehme ich noch die Base dazu? Base ist halt auch nett, weil sie praktisch immer einen Grundschaden gibt, aber der macht 4. Und ich kann, wenn ich den spiele, Tradebot. Auch nicht übel. Ja, damit kann man praktisch mit dem Tradebot, kann ich Karten aus der Hand oder aus meinem Ablagestapel vernichten. So, jetzt muss man eben schnell den Schaden machen, damit das klappt. Und dann kaufe ich noch den Tradebot hinterher. So, hätte ich mal nicht gemacht. Okay, jetzt wird er den Cutter kaufen. Den hätte ich natürlich gerne gehabt und ich hätte gewettet, dass er sich den Tradebot holt. Deswegen wäre das die bessere Handlungsweise gewesen. Gut, aber egal, ich mache jetzt erstmal Schaden an ihm. Und aber ich muss eine Karte ablegen. Da ich hier 3 Geld kriege, was gibt's denn? Es gibt auch nichts für 5. Das heißt, ich kann geruhsam hier so einen Scout ablegen, um ein Geld weniger zu haben.
dann spiele ich mal alles einfach auf einmal. Und wir sehen, ich kriege 4 Geld, ne? 3 von dem Trade Pot plus den einen Scout hier. Jetzt durfte ich noch eine Karte ziehen durch den Bob Blob Fighter, ne? Das Geld spiele ich jetzt einfach auch noch mal. Aber was möchte ich denn jetzt haben? Ich nehme diese Base und dann mache ich ihm 10 Schaden und dann kaufe ich auch ganz schnell noch das, oder? Ja, doch, das Federation Shuttle nehmen wir auch noch dazu. Den könnte ich jetzt trashen, dann dürfte ich noch eine Karte ziehen. Das mache ich einfach mal, um es zu zeigen. Spiele die noch mal und darf die vernichten hier. Das machen wir. Ich muss das jetzt ein bisschen hetzen und 4 Schaden machen. So, dann ist meine Runde rum. Ja, wow. Das war jetzt gerade ein bisschen hektisch am Schluss. So. Aber das ist hier schön. Da werde ich gleich wieder ordentlich geheilt. Na. So, spiele ich einfach alle auf Mal, das ist mir egal. So, jetzt habe ich hier eine fette Base, ne? Jetzt kann ich mir hier aussuchen, ob ich Heilung haben will, glaube ich, ne? Oder? Oder macht er das sowieso? Ja, ne? Kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich Schaden machen möchte oder Heilung machen möchte. Ich nehme mal den Schaden, denn Heilung habe ich eben eh schon gekriegt durch das Federation Shuttle. Und dann kaufen wir uns gleich noch diese Base hier wieder dazu und hauen ihm seine Base hier weg. Und dann bleiben mir noch 2 Schaden, weil die hatte nur 4 Schilde und die mache ich ihm halt. Und dann kommt die nächste Runde erst dran. Ja, da heilt er sich. Ach, dass ich ihm den Cutter gelassen habe. Naja, aber man konnte es nicht genau wissen, was da kommt. Aber es war dumm von mir, auf jeden Fall. So, das sind. Jetzt hat er 2 dicke blaue Schiffe. Das ist sehr unschön. So, was mache ich? Ich schmeiß den Tradeport raus und verbarrikadiere mich hier richtig krass. So, jetzt durfte ich 2 Karten ziehen noch. Das ist hier die Fähigkeit von dem. Wenn man 2 oder mehr Bases im Spiel hat, darf man 2 Karten ziehen. Das ist halt sehr cool. Und die spiele ich jetzt auch beide noch. Und der Cutter heilt mich um 4, gibt mir 2 Geld und macht 4 Schaden. Das ist sehr, sehr cool. Da nehme ich natürlich hier das große Mutterschiff. Und dann heile ich mich. Nee, da mache ich ihm nochmal richtig ordentlich Damage damit. Denn ich bin ja richtig voll geheilt. Also überhaupt kein Thema. Und 14 Schaden. Bam. Nice. Aber das ist auch ganz cool. Also man kann auch Spiele voll aus dem Rückstand noch gewinnen, wenn man sich vorher eine gute Hand zusammengebaut hat, sozusagen, ne? Und ich habe jetzt nicht so richtig drauf geachtet, was er so hat. Aber diese beiden blauen Schiffe. Die sind schon stark zusammen mit dem Cutter noch. Es ist schon nicht schlecht. Wenn er den Imperial Fighter mit einer Base zusammen hat, mit einer gelben, dann ist der auch ziemlich gut. Und er hat 2 gelbe Bases, was ihm halt auch nochmal Zusatzleben gibt. Sieht nicht so mächtig aus wie mein Deck, finde ich. Aber das ist manchmal gar nicht so leicht, weil man. Na, er hat jetzt hier zum Beispiel dies mit dem Kartentauschen und so. Das kann auch richtig gut sein. Und guck mal, er macht 10 Schaden. Das heißt, er knackt mir jetzt erstmal meine Bases weg. Okay. So. Dann spiele ich mal den Tradebot. Mit dem Tradebot kann ich jetzt hier reingucken, könnte eine der Karten zerstören, das wollen wir natürlich nicht. Ich kann aber auch eine von der Hand zerstören und darum machen wir mal den Scout weg, denn der bringt mir gerade nichts. Und dann kaufe ich mir noch eine grüne Base und Schaden kann ich ihm nicht machen, weil ich mache nur einen und er hat Schilde 4. Ja, und so. Er kann sich jetzt, wenn er sich jetzt richtig aufbaut und nochmal richtig voll heilt und so, da kann er mir wirklich noch Schwierigkeiten machen. Dieses Kartentauschen wird immer mächtiger dann. Ja, und jetzt heilt er sich schon hier. Und jetzt heilt er sich noch viel mehr und macht auch noch dick Schaden. Also es kann
noch richtig nach hinten losgehen, alles. Da würde ich jetzt noch gar nicht so denken. Jetzt muss ich zwei Karten auch schon abwerfen. Ne, eine. Ups, sorry. Ja, aber das ist noch lange nicht im Sack, sozusagen. Ja, 15 Schaden kann er gleich schon machen. 19. Und er ist immer noch nicht fertig. 23. Und er verbarrikadiert sich gerade hart. Ja, und kauft sich noch eine Base. Okay, das ist übel. Ja, jetzt sehen wir schon, sind wir schon wieder fast gleich auf. Was discarde ich? Mit 4 Geld kann ich gerade nichts anfangen. Also geht ein Scout weg. Und dann spielen wir es aus. Oh, das ist gut. Dann werde ich geheilt nochmal und mache noch ein bisschen mehr Schaden. Hier entscheiden wir uns jetzt dafür, nochmal zu heilen einen mehr. Den Scout will ich gar nicht haben. Ich knack ihm die Bases weg und mach das so. Das Ding hier, das kommt zu spät für mich, ne? Der gibt in der Regel Geld, aber ich bin gar nicht so auf Rot eingestellt, also ist das okay. Oh, hier schöne grüne Flotte am Start. Mal gucken, wie viel Schaden er macht. Ja, aber er kauft das blaue Schiff schon wieder, ne? Hart. Das ist schon hart. So, wir discarden das, weil wir kriegen jetzt genug Geld. Ich möchte jetzt lieber Schaden machen, aber hier so einen dicken Blob Carrier. Der ist richtig cool. Ja, wenn wir uns mal angucken, wenn ich andere grüne Karten dazu ausspiele oder ausliegen habe, dann kann ich ein Schiff aus der Auslage nehmen und es oben auf mein Deck packen, ohne dass ich es bezahlen muss. Ist dann besonders geil in Kombo mit zieh noch eine Karte. So, jetzt nehme ich mir hier das Geld, damit ich mir diese Base noch leisten kann. Und jetzt, nee, das ist noch zu früh, machen wir ihm nochmal 8 Schaden. So. Da ist er auch schon. Und ich habe eine grüne Karte dazu. Und da wäre sowas zum Beispiel jetzt was. Oder das Gelbe in dem Battlecruiser, die ordentlich Schaden machen, ordentlich viel kosten. Das ist eigentlich ganz nice. Aber da wird es. Oh, der heilt sich jetzt so hoch. Das ist so krass. Das ist so krass. Überhaupt nicht witzig auch. Also. Ja, das Spiel ist noch überhaupt nicht gewonnen. Was der an Schaden raushaut. Okay. Mal gucken, was wir machen können. Den hinterher. Scrap a card in the trade row. So, ich werde, denke ich, den roten hier nehmen und dann zerstören wir aber diesen Battlecruiser, damit er den nicht nimmt. So. Jetzt nehme ich mir den Mech. Und dann nehme ich mir noch den Blob Fighter nochmal. Das Federation Shuttle nochmal. Die Korvette ist immer gut, weil man noch eine Karte ziehen kann. Und dann mache ich ihm 13 Schaden, wenn ich möchte. Oder ich knack ihm die Base weg. Ich glaube, er hat nicht so viel Grün, oder? Ich glaube nicht, ne. Boom. Machen wir ihm den Schaden. Ah, und jetzt sieht man so ein bisschen hier einen Flaw. Das ist nämlich, wenn man zu viele Farben spielt, dann kriegt man schlechter Kombos. Ich habe jetzt Glück, dass ich hier so eine Combo habe. Aber ist dann schwieriger. Jetzt muss ich gleich mal so ein bisschen vorsichtiger spielen. Oh, ja, ne? Sieht man ja, ne? Wie übel. Wie übel. So. Und zwar spiele ich jetzt erstmal den Tradebot. Und dann schauen wir, nehme ich hier so einen Scout aus meinem Deck weg und trash den. Denn die Scouts will ich jetzt nicht mehr haben. Ich will jetzt die Schiffe haben, die Schaden machen, ne?
So, jetzt darf ich eine Base zerstören. Da knacken wir ihm gleich die einfach weg natürlich. Und dann darf ich noch eine Karte ziehen. So, leider ist diese Karte nichts mehr groß geworden. Ich heile mich aber nochmal und mache nochmal ein bisschen mehr Schaden. Und ja, mit 4. Was kaufen wir da? Da kaufen wir nochmal eine Base zum Schutz, wenn das noch was bringt. Ach, seht mal, da hätte ich hier jetzt die Base hier zerstören können für 4 Geld. Aber mache ich nicht. Ich mache ihm lieber nochmal Schaden und hoffe einfach, dass er jetzt nicht mehr als 14 Schaden machen kann. Ja, aber das ist schon mal übel. Und er heilt sich wahrscheinlich auch wieder. Ne? Er hat jetzt selber wieder Schilde. Macht ordentlich Damage. Oha, ja gut, das hat er gewonnen jetzt noch. Ne, das sage ich. Also man muss einfach auch sehen, wenn der andere sich gut aufgebaut hat, dann kann man auch Spiele noch locker verlieren, die man eigentlich gerade ordentlich dominiert. Am Anfang stark, ist nicht immer am Ende stark. Und das mag ich auch in diesem Spiel, denn man kann eben, ne, kann mir, hätte, ich hätte das auch schaffen können, hätte ich ein bisschen anders gespielt, denke ich. So, aber ich denke, ihr habt jetzt eine kleine Vorstellung. Das war jetzt ein Realtime-Spiel. Ne? Es gibt jetzt auch noch die Möglichkeit, da habe ich hier noch mal eins vorbereitet, lustigerweise. Da ist jetzt seine Runde, genau. Upsi, hier ist seine Turn. Er hat aber noch nicht gespielt. Und das ist jetzt so ein Spiel, das hat alle 48 Stunden eine Runde. Das heißt, man kann warten, ne, oder man ist nicht im Stress. Man kann halt irgendwie, ja, ich könnte jetzt das Spiel vielleicht dann morgen weiterspielen, wenn er seine Runde in der Zeit gemacht hat. Als ich dieses Spiel neu auf dem Rechner hatte, habe ich das wie bescheuert gesuchtet. Da hatte ich teilweise so 50 von diesen Spielen am Laufen, die ich dann so alle 1 bis 2 Tage mal komplett abgearbeitet habe, meinen Turn sozusagen. Das war auch sehr schön. Also da konnte man dann so eine Stunde mal eben alles abarbeiten und dann hatte man wieder 48 Stunden Zeit. Gut, hier oben gibt es dann noch so Level, die man steigen kann. Hier würde ich jetzt noch 8 Wins in Reihe brauchen, um auf das Level 9 zu kommen. Für die Level kann man dann hier so diese Avatar-Bilder freischalten. Ansonsten hat das bisher noch keinen Sinn, glaube ich. Hier bekommt man dann ab und zu noch irgendwie so Gold, was man im Shop für irgendwas ausgeben kann. Natürlich gibt es hier so einen Online-Shop. Das hier ist jetzt was anderes. Das ist eine Rank, eine Letter. Hier ist noch so ein Online-Shop. Da sieht man, ich habe 3 Credits mal irgendwie zusammengespielt. Und da müsste man schon eine Menge kaufen. Da kannst du dann hier Foil-Karten kaufen, was also ne, am PC irgendwie total sinnvoll ist. Egal. Aber man kann hier auch noch Avatare dann kaufen und, und. Gut. Das ist also Star Realms Online. Wenn ihr es spielen wollt, mal gegen mich spielen wollt, FBG Kid Zero, ihr könnt hier auch so Challenges machen. Da geht man hier auf New Game und dann auf Challenge und dann kann man Leute mit ihrem Nickname benennen und herausfordern. Ja, das soll es aber erstmal gewesen sein für heute und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr Bock auf Star Realms habt, denn ob ihr es jetzt am Tisch spielt oder hier, es macht immer total Bock. Und es ist eins der besten 2-Spieler-Spiele, die ich kenne, weil es super schnell aufgebaut, ne? Du legst hier den Deckstapel hin, 5 Karten Auslage, zack, daneben diesen Kartenstapel, den wir jetzt gar nicht benutzt haben. Das sind diese Explorer, die geben dir 2 Geld und wenn man sie zerstört, machen sie 2 Schaden. Und jeder zieht 5 Karten, also Quatsch, jeder kriegt seine 10 Karten, 7 Geld und 3 Schaden auf die Hand, kriegt man davon 5. So, jetzt darf ich mich nicht verhaspeln, ne? Man kriegt diese 10 Karten, mischt die, zieht 5 und los geht's. Das geht also ganz schnell, die Regeln sind, wie ihr gesehen habt, unheimlich fix erklärt und das war ja jetzt viel ausführlicher, als es sein müsste.
Alles, was irgendwie passiert im Spiel, steht sehr gut beschrieben auf den Karten drauf. Man kann im Prinzip fast komplett einfach loszocken. Und das kann man eben auch mal ebenso. Also das Spiel ist ja relativ kompakt. Das ist ein Kartenstapel sozusagen. Den kann man auch mal schön sleeven und mit in die Kneipe nehmen oder so. Richtig cool. Ja, ich bin begeistert. Ich hoffe, ich habe euch auch ein bisschen begeistern können. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin alles Gute, euer Kid Zero.